Schönen guten Morgen aus Straßburg hier zur Plenarwoche, die heute in einen ihrer Höhepunkte geht mit der Key Debate, der Schlüsseldebatte, wo es um die Präsidentschaft geht, die tschechische Präsidentschaft und ihre Agenda. Wir werden auch gleich den tschechischen Premier Petr Fiala hier erleben. Gleichzeitig wollen wir vorher ein bisschen reden über das Ganze, was an Gipfelmarathon gerade gewesen ist und was es auslösen wird, auch an Folgesituationen. Und deswegen freue ich mich, dass zu mir gekommen sind zwei sehr erfahrene Parlamentarier. Begrüße herzlich Nicola Beer, die für die FDP Renew hier im Europäischen Parlament ist, in der Funktion der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, aber gleichzeitig auch im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie aktiv ist, in einem dieser Ausschüsse. Dann gleichzeitig haben wir bei uns Markus Ferber von der EVP-Fraktion, sehr erfahrener Parlamentarier, der Koordinator ist seiner Fraktion im Wirtschafts- und Währungsausschuss und für dieses Feld. Wir wollen beide beginnen beim Thema dieses Tages, was sozusagen die Medien auch schon seit Wochen beschäftigt und was so etwas wie ein strategisches Signal heute senden könnte des Europäischen Parlaments an die Kommission bezüglich des Vorschlages der Taxonomie. Was wäre das für eine strategische Aussage, wenn das Parlament heute ablehnt? Meines Erachtens müssen wir für alles sorgen, damit im Winter die Heizungen in unseren Haushalten nicht kalt bleiben und auch die Industrie weiter produzieren kann. Dafür brauchen wir im Energiemix der verschiedenen Mitgliedstaaten Gas und Kernenergie als Brückentechnologie. Das Problem heute ist, dass das System der Taxonomie völlig falsch gewickelt ist. Das heißt, wir werden heute an für sich gezwungen, wenn wir Heizung, wenn wir Industrie eben absichern wollen, auch über das Jahr und die nächsten Jahre hinaus, gezwungen jetzt Kernenergie, Gas als grün, zwar als Brückentechnologie, aber als grüne Brückentechnologie zu klassifizieren. Ich halte dieses System der Taxonomie für falsch, aber in der jetzigen Situation, noch einmal auch verstärkt durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, ist es unabdingbar, dass wir jetzt alle Energiequellen quasi nach vorne werfen, um auch unabhängig zu werden von Russland, um die Industrie am Laufen zu halten und private Haushalte zu versorgen. Und von daher ist es notwendig, dass dieser delegierte Rechtsakt durchkommt und das heißt heute gegen den entsprechenden Widerspruch zu diesem Rechtsakt zu stimmen oder sich zu enthalten, weil ansonsten es meines Erachtens in den Mitgliedstaaten unmöglich wird, diese Transition auch zu gewinnen. Okay, Herr Ferber, schließen Sie sich dieser Position so an? Und die Frage ist natürlich, was heißt das dann parlamentarisch vom Prozedere her? Zunächst mal ist ja die Taxonomie an den Kapitalmarkt gerichtet. Die Frage also, wann ist ein Investment grün und wann ist es nicht grün? Wir entscheiden also nicht über den Energiemix heute, sondern wir entscheiden darüber, ob eine Investition in eine Kernkraftanlage oder in ein Gaskraftwerk nachhaltig ist. Und da sage ich Ihnen aus tiefster Überzeugung, nein, das ist natürlich nicht nachhaltig. Trotzdem wird es weiterhin Kernenergie und Gaskraftwerke geben. Ich werde jedenfalls diesem Taxonomievorschlag nicht zustimmen. Und ich sage auch ganz deutlich, die Kommission übernimmt sich, indem sie versucht, jede wirtschaftliche Aktivität zu unterscheiden, was ist grün, was ist nicht grün. Das geht völlig am Kapitalmarkt vorbei. Da wäre eine neue Besinnung wirklich notwendig. Aber das ist ja genau der Punkt, wo wir uns nicht unterscheiden. Nur letztendlich werden wir momentan mit dem laufenden System arbeiten müssen. Ihre Fraktion hat der Taxonomie zugestimmt und jetzt müssen wir das Ganze halt mit vernünftigem Leben erfüllen. Und das ist nicht vernünftig. Okay, da kommen wir an der Stelle nicht zusammen und deswegen machen wir da einen Punkt, weil tatsächlich die Abstimmung erst am Mittag sein wird. Wir gehen mal in die Bilanz dieser Gipfel. Da ist jetzt wahnsinnig viel passiert in den letzten 10 Tagen. Es begann im Grunde genommen 23. und 24. Juni mit dem Europäischen Rat in Brüssel und mit einer, wie es damals auch genannt wurde, historischen Entscheidung. Eine Türöffnung für die Ukraine als Beitrittskandidat. Aber wie viel Substanz steckt in diesem Symbol? Jeder weiß, dass es Jahrzehnte möglicherweise dauern kann. Ja, aber es ist ein extrem wichtiges Signal. Nicht nur mit Blick auf die Ukraine, die dortige Motivationslage klarzumachen, ihr seid Teil der europäischen Familie, sondern eben auch mit Blick auf Putin, ihm klarzumachen, wir haben da die Hand drauf, wir werden alles tun, die Ukraine finanziell, humanitär, auch mit Waffen zu unterstützen, damit Putin diesen aggressiven Angriffskrieg, diesen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Zivilisten nicht gewinnen kann. Also von daher glaube ich, dass das ein ganz wichtiges Signal ist. Jetzt ist es unsere Anforderung an die Europäische Union, den Weg dorthin eben auch zu begleiten. Das muss keine Jahrzehnte dauern. Wir werden ja zusammen auch den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützen müssen.
diese Anstrengung kann man gleich nutzen, ja, um den Weg in die EU zu ebnen, ja, und uns auch selber fit zu machen durch Reformen, um überhaupt weitere Mitgliedstaaten aufnehmen zu können. Ja, war gerade eine Wiederaufbaukonferenz in Lugano, wird ein riesiger finanzieller Kraftakt für alle Beteiligten, die sich dort mit einbringen wollen. Was aber dieser europäische Gipfel auch gezeigt hat, ist, dass es da so eine offene Flanke gibt, nämlich den Westbalkan. Die sind mehr oder weniger nach einem kurzen Frühstück düpiert abgereist. Wie groß ist der Schaden, Herr Ferber? Der Schaden ist sehr, sehr groß und die Frustration in diesen Ländern ist auch groß. Die kommen sich ja vor wie dem Esel, dem man die Karotte vor die Nase hält, aber er darf sie nie erreichen. Mhm. Und wir haben ja von einigen Ländern doch einiges abverlangt. Wenn ich nur mal die Entwicklung in Nordmazedonien beispielhaft nennen darf oder auch im Kosovo, wo alle Vorgaben der Europäischen Union abgearbeitet wurden, erfüllt wurden. Und es wird nicht mal damit begonnen, jetzt Beitrittsverhandlungen zu führen. Das kann auch die Gegenwelle wieder auslösen. Und wir sehen das ja zum Beispiel in Serbien, dass da auch wieder ein Abwenden von der Europäischen Union stattfindet. Das heißt, wenn wir diesen Raum stabil halten wollen, müssen wir unsere Zusagen jetzt auch mit Leben erfüllen. Und das ist beim Gipfel nicht gelungen. Da ist mehr Frust verbreitet worden als Hoffnung und Euphorie. Okay, da ist also wieder einiges einzusammeln. Es gab dann gleich ziemlich dicht darauf einen weiteren Gipfel, wo die deutsche Seite natürlich sehr stark drauf geschaut hat, weil wir die G7-Präsidentschaft haben, Elmau in Bayern. Da ist auch viel über Geld gesprochen worden und über strategische Entscheidungen für die Zukunft, zum Beispiel Milliarden für die Infrastruktur. Mancher hat sich gefragt, wo ist da eigentlich die EU? Nicht Teil der G7, weiß man, aber korrespondierend. Frau von der Leyen ist auf jedem Foto gewesen. Insofern fragt man sich, okay, wo ist bei solchen Infrastrukturvorhaben die EU? Ja, wir haben ja jetzt mit verschiedenen Programmen auch entsprechend in Infrastrukturinvestitionen Möglichkeiten gegeben. Bei Next Generation EU fließen die meisten dieser Gelder dann direkt in die Mitgliedstaaten, um Infrastruktur zu finanzieren. Wichtig ist, dass wir hier eben auch einen europäischen Mehrwert erreichen. Das heißt, dass wir zum Beispiel im Stromnetz Interkonnektoren schließen, dass wir Infrastruktur bei Pipelines gleich wasserstofffit machen für die Zukunft, damit wir eben auch in der Transition für den grünen Deal die richtigen Maßnahmen haben. Gleichzeitig ist der G7 natürlich das Treffen der G7-Staaten, nicht unbedingt der Europäischen Union. Ja, ich finde aber gut, wie Kanzler Scholz, wie die deutsche Präsidentschaft das auch miteinander vernetzt, und zwar über die gesamten Themengebiete von Verteidigung bis hin zu Ukraine und auch dem Green Deal. Mhm. Jetzt müssen wir trotzdem noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, Herr Ferber, Ihre Aufgabe. Also 170 Millionen Euro hat uns der Spaß gekostet, diese 3 Tage. Und für viele, die beteiligt waren, war es überhaupt gar kein Spaß. Gleichzeitig ist es so, dass viele noch mal eine Frage stellen müssen, überhaupt sozusagen an die Substanz und an die Zukunftsfähigkeit des Formates, die sich ja jetzt nicht mehr die 7 Wirtschaftsstärksten nennen können, sondern die 7 stärksten Demokratien der Welt. Also müssen wir manchmal noch mal anfangen, diese Formate in Frage zu stellen? Also zunächst mal ist es immer wichtig, wenn Politiker, wenn Menschen miteinander reden, um sich mit den Problemen dieser Erde auseinanderzusetzen. Die Frage ist ja, welche Wirkkraft geht aus diesem Gipfel heraus vor? Und da muss ich schon ganz offen sagen, da wird viel angekündigt, ohne dass die Substanz darunter ist. Auch die Europäische Union hatte ja zugesagt, zum Beispiel bei der Gegeninitiative zur Seidenstraße der Chinesen Geld zu geben. Geld, das wir überhaupt nicht haben, Geld, das schon mal ausgegeben ist, Geld, das jetzt bei Repower EU noch mal ausgegeben werden soll, soll jetzt dann noch mal ausgegeben werden. Also da mache ich mir schon manchmal Sorgen. Da werden Themen ins Schaufenster gestellt, ohne dass da eine Substanz darunter ist. Und desto schauen die Leute natürlich auch. Ich glaube, dass andere Formate wie G20 viel zielführender sind, weil da auch die Schwellenländer mit dabei sind, weil da die anderen großen Handelsnationen mit dabei sind, weil auch Afrika mit Südafrika vertreten ist. Also wir sollten solche Formate stärken. G7 ist doch ein bisschen ein old-fashioned Auslaufmodell. G20 haben wir dann im Herbst. Heute treffen sich die Außenminister und bahnen diese und jenes an, zum Beispiel, wer dort eigentlich teilnimmt. Frau Beer, wenn wir das jetzt sagen mit dem Schaufenster, dann sind wir im Grunde genommen gleich noch beim NATO-Gipfel, der sich ja angeschlossen hat in der letzten Woche in Madrid und wo es sehr viel weniger Schaufenster gab, nämlich tatsächlich Substanz. Ein neues strategisches Konzept, das Russland wieder mehr oder weniger als Feind definiert. Ich überspitze jetzt ein wenig. Jetzt kommen wir da eventuell in schweres Fahrwasser, weil uns das perspektivisch natürlich die Tour zuhält.
Nein, ich glaube, wir haben gesehen, gerade auch in der Gipfelfolge, und ich meine, da kann man G7 auch nicht losgelöst sehen von dem sich dann anschließenden NATO-Gipfel. Das ist natürlich in den Gesprächen der wesentlichen Matadore auch mit vorbereitet worden. Biden war ja auch sehr deutlich in seiner Aussage. Und ich glaube, wichtig ist insgesamt über alle diese vier Gipfel, die wir jetzt gesehen haben, auch der Schulterschluss. Der Schulterschluss, und da ist natürlich Putin auch mit ein Katalysator gewesen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich in Madrid jetzt dementsprechend aufgestellt hat, dass die letzten Entscheidungen getroffen worden sind, jetzt auch für die Beitritte von Finnland und Schweden, dass wir wirklich das, was Biden auch sehr schön, finde ich, in dem Satz zusammengefasst hat, Putin wollte die Finnlandisierung Europas, er kriegt jetzt die NATOisierung Europas, dass wir da zusammenstehen, dass wir klar machen, dass wir eben auch für die Freiheit der Völker, dass wir für ihre Souveränität, dass wir für Freiheit und Demokratie einstehen. Ja. Und dem muss jetzt die Europäische Union mit ihrem geopolitischen Ansatz nachkommen. Das heißt, wir müssen jetzt ausbuchstabieren, was das auch für die Europäische Union selbst heißt. Kann man sich nicht mehr im Windschatten von Biden und den Amerikanern wegducken, dass man eigene geopolitische Strategien haben. Und das betrifft dann nicht nur Putin, sondern das betrifft auch die Herausforderung von China. Denn das ist ein Rivale, sowohl im System als auch wirtschaftlich. Da dürfen wir nicht weiter naiv sein. Deswegen ist es wichtig, Russland, Putin und jetzt eben realistischer einzuschätzen und die Bedrohungslage zu erkennen, dementsprechend auch die Ostflanke der Europäischen Union zu stärken und entsprechend sich aufzustellen. Okay. Herr Färber, die Nordflanke, die jetzt gestärkt werden soll, Schweden, Finnland, ist schon angesprochen worden von Frau Beer. Wie viel Störpotenzial liegt eigentlich immer noch trotz des Agreements in Ankara? Da liegt natürlich das Hauptstörpotenzial, und das ist schon interessant, wozu sich Schweden ganz konkret auch hat hinreißen lassen, um überhaupt die Aufnahme in die NATO zu erreichen. Also was Herr Erdogan da abgezogen hat, hat mit demokratischen Rechtsstaatsprinzipien nichts zu tun. Das war eiskalte Erpressung, Dinge abzuverlangen, die die Schweden seit vielen Jahren anders betrieben haben. Insbesondere die Einschätzung, was die Kurdenfrage betrifft, wo ich eher auf der schwedischen Seite bin, um das ganz deutlich zu sagen. Das zeigt schon, dass der geostrategische Partner der 60er Jahre, als die Türkei in die NATO kam, heute natürlich bei Weitem nicht mehr diese strategische Funktion hat, aber trotzdem noch versucht, für sich rauszuholen, was geht. Auf der anderen Seite muss man auch ganz deutlich sagen, die EU ist keine zweite NATO. Wir müssen schon auch unsere Hausaufgaben als Europäische Union unabhängig vom Militärbündnis tun. Ja. Und dessen Herausforderungen, die weit über das hinausgehen, was auf dem NATO-Gipfel beschlossen wurde. Das ist ein wunderbarer Anschlusspunkt jetzt für uns, wenn wir reden wollen über die Präsidentschaften. Die EU-Ratspräsidentschaft liegt jetzt seit dem 1. Juli bei Tschechien. Der Premier wird gleich im Parlament hier sprechen zu seiner Agenda. Und tatsächlich einer der Punkte, den die Tschechen aufgemacht haben, ist EU-Verteidigungskapazitäten. Also tatsächlich doch ein Aufgabenpunkt. Ein anderer wichtiger Punkt, der uns etwas mehr drängt, ist die Frage der Sicherheit der Energieversorgung. Was ist da on top of the Agenda? Ich glaube, die tschechische Ratspräsidentschaft kann man in dem Wort zusammenfassen, Widerstandsfähigkeit stärken. Das geht von Verteidigung über Energie, aber auch wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit an der Stelle, um Wachstum zu haben, um zum Beispiel steigende Energiepreise auch bezahlen zu können. Also von daher ein ganz wichtiger Aktionspunkt, den die Tschechen hier setzen. Ich erhoffe mir aber zusätzlich auch noch stärker wieder die Vermittlung zwischen West und Ost. Die Tschechen haben ja, und wir haben ja gerade eben Westbalkan schon diskutiert, unter ihrer letzten Ratspräsidentschaft 2009 die östliche Partnerschaft mitbegründet. Das heißt, da haben die Gespräche begonnen, zum Beispiel mit der Ukraine, mit Georgien, mit der Republik Moldau. Und das wie quasi fortzuführen, das sieht man ja, wie dringlich das momentan ist. Also von daher hoffe ich, dass der Schwung aus der französischen Ratspräsidentschaft von den Tschechen sofort übernommen wird und wir an diesen Punkten dann auch weiterkommen. Mit Schwung, das werte ich jetzt mal als eine positive Bilanz der französischen Präsidentschaft, die wir vielleicht jetzt nicht ganz komplett schaffen, aber wenn wir am Ende noch einen Punkt haben, nehmen wir das. Getitelt haben die Tschechen Europa als Aufgabe, umdenken, umbauen, wiederbeleben. Das bringt uns zu dem Punkt, zu sagen, okay, also dann war etwas zumindest nicht scheintot, wie ein Franzose mal gesagt hat, aber doch zumindest ein bisschen schläfrig. Ja, Sie müssen ja auch sehen, die erste tschechische Ratspräsidentschaft war ja geprägt von innenpolitischen Konflikten, einem Regierungswechsel dort, einer antieuropäischen Regierung, die dann ans Tragen kam, einem antieuropäischen Staatspräsidenten seinerzeit, der hier auch eine sehr
klägliche Rede im Plenum gehalten hat. Und wir haben jetzt wirklich eine proeuropäische Regierung. Der Europaminister hat in den ersten Tagen schon Thesen abgegeben, wo ich wirklich sage, hurra, die Tschechen haben die Kurve wieder gekriegt, sind wieder ins Herz Europas zurückgekehrt, wo sie geografisch ja auch hingehören. Und es gibt Mut, dass diese Agenda auch abgearbeitet werden kann. Hm. Wenn der Impulsgeber schon kritisch ist, dann wird es ganz schwierig. Das wollte ich einfach mal vorausschicken. Aber natürlich hat auch die EU eine Art Zeitenwende erlebt, jetzt durch die Konfrontation des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, wo man plötzlich gemerkt hat, uns verbindet doch ein bisschen mehr als nur Angebot und Nachfrage, als nur im Binnenmarkt, wo man jeden Tag sich streiten kann, wie schütze ich meine Industrie gegenüber dem Wettbewerber aus dem Nachbarland, sondern dass wir wirklich eine gemeinsame Herausforderung haben. Wenn man das Gemeinsame wieder in den Mittelpunkt stellt, dann kommt Europa auch voran. Mhm. Und insofern bin ich sehr optimistisch, was die tschechische Ratspräsidentschaft betrifft. Okay, also diesen Optimismus, das ist wahrscheinlich so der Punkt, wo Sie sich hier heute begegnen, während im Hintergrund schon die EU-Kommissionspräsidentin, wie wir sehen konnten, den Saal erreicht hat. Aber wir warten natürlich auf die Parlamentspräsidentin, Frau Metsola, gemeinsam mit dem tschechischen Premier. So lange haben wir noch Zeit, auch weiter zu sprechen. Frau Bär, die Widerstandsfähigkeit sozusagen als Moment dieser tschechischen Ratspräsidentschaft, auch der demokratischen Institutionen. Ja. Wie kann denn das gelingen? Gerade Rechtsstaatlichkeit wird ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben uns ja als Europäische Union vorbereitet mit dem Digital Service Act, Digital Markets Act, die Möglichkeit eben auch die Online-Sphäre mit einzubeziehen. Aber wir brauchen natürlich die Widerstandsfähigkeit der demokratischen Institutionen in ihrer ganzen Bandbreite. Und deswegen bin ich froh, dass das in die erste Reihe gerückt wird jetzt durch die Tschechen. Und wir brauchen neben all dem, weil wir über Energiesicherheit gesprochen haben, noch ein zweiter Widerstandsfähigkeitspunkt, den der Wirtschaft. Auch das nehmen die Tschechen in den Blick. An welcher Stelle, in welchen Industrien müssen wir anfangen? Ich denke, wenn Sie die Lieferkettenprobleme anschauen, gibt es eigentlich keinen Bereich, den wir ausnehmen können. Wir müssen uns insgesamt anschauen, wie wir uns da widerstandsfähiger machen. Was können wir auch in Europa selber herstellen? Ich will aber noch einen Wermutstropfen reinwerfen. Die Tschechen gehören ja zu den 13 Ländern, die sich gegen eine Reform der EU-Institutionen ausgesprochen haben, in diesem Brief von 13 Mitgliedstaaten. Das stimmt mich doch etwas nachdenklich, weil es ist, glaube ich, unbestritten, dass wir auch Reformbedarf nach innen haben, auch um die nächsten Erweiterungsrunden zu stemmen. Da würde ich mir mehr Impulse aus Prag wünschen. Wunderbar. Ich danke herzlich an dieser Stelle für Ihre Einschätzung. Ich danke Nicola Bär, ich danke Markus Ferber. Wir sehen drin, die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat das Pult erreicht, eröffnet die Sitzung. Wir geben live rein.